Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du das Verhalten im Unendlichen bei einer Logarithmusfunktion super easy ermittelst. Und am Ende gebe ich dir noch eine Übungsaufgabe mit Lösung an die Hand. Also wenn ich das Verhalten im Unendlichen bei einer Funktion bestimmen möchte, bedeutet das nichts anderes zu Deutsch gesagt, als ich möchte das Grenzverhalten der Funktion ermitteln. Was versteht sich nun darunter? Ich habe da auch schon ein ausführliches Video zu gemacht, Verhalten im Unendlichen bei Funktionen anhand von verschiedensten Beispielen. Schau einfach mal unten in die Videobeschreibung, falls du das noch ein bisschen genauer erklärt haben möchtest. Aber im Endeffekt möchte ich schauen, was meine Funktion in den Bereichen macht. Und zwar einmal x gegen plus unendlich. Wenn ich auf der x-Achse hier plus unendlich entlang laufe, also 5, 100, 100.000, 100 Milliarden und so weiter, möchte ich wissen, was der y-Wert macht. Also mit anderen Worten, fällt meine Funktion weiterhin oder macht die irgendwas anderes? Und das Ganze natürlich auch gegen x gegen minus unendlich typischerweise. Was macht da der y-Wert, also die Funktion, wenn ich da weitergehe? Minus 100, minus 1000, minus Milliarden, fällt die da immer oder steigt die vielleicht auch wieder? Und das möchte ich ermitteln. Aber bevor ich das Ganze machen kann, muss ich bei einer Logarithmusfunktion auf den Definitionsbereich achten. Und der ist bei dieser Funktion bei minus 2 bis plus unendlich. Und die minus 2 ist ausgeschlossen. Wie ich das ermittelt habe, gib einfach mal oben eine Logarithmusfunktion, Definitionsbereich bestimmen, alles an die, dann kommt das Video, da erkläre ich dir das super ausführlich. Und aufgrund dessen, dass diese Funktion nur bis minus 2x technisch definiert ist, also bis hierhin, weil sie diese Stelle niemals berührt, aber sich immer weiter dieser annähert, und dann eben ins plus unendliche x technisch geht, muss ich hier stattdessen einmal x gegen plus unendlich schauen, aber auch nur x gegen minus 2. Also nicht gegen minus unendlich, wie sonst immer bei den meisten Funktionen, sondern gegen minus 2. Und das kannst du am besten mit Hilfe so einer Tabelle machen. Also das setze ich einfach mal in meine Funktion, wo ich das Verhalten im Unendlichen gerade überprüfe oder bestimme, überall wo x ist, einen Wert ein. Und dann starte ich einfach zum Beispiel mit 10. Also gehe ich plus unendlich x technisch entlang. 10 eingesetzt, kommt minus 22,36 raus. Aha, der Wert ist ein bisschen weiter unten, also fällt die Funktion weiterhin. Naja, machen wir doch mal für 100, gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Da wäre dann der y-Wert, wenn ich 100 überall, wo x ist, in die Funktion einsetze, minus 457,87. Aha, die fällt immer weiter. Aber was ist denn bei 1000, wenn ich noch ein Stückchen weitergehe? Da ist es dann minus 6902,84. Aha, okay, alles Klärchenmärchen. X gegen plus unendlich. Da geht es immer weiter runter, das Ganze. Und darum schreibt man dann Limes, x gegen plus unendlich, f von x. Und statt f von x hättest du auch schreiben können, Klammer auf, 1 minus x, Klammer zu, ln, Klammer auf, x plus 2, Klammer zu. Ja, ist nur meine kurze Schreibweise hier. Ist gleich minus unendlich, weil es eben gegen minus unendlich läuft. Und dann gehe ich das in die andere Richtung. Dann schaue ich mal, wenn ich der minus 2 mich annähere. Aha, also nehme ich mal minus 1,99. Bedeutet minus 13,77. Aha, da fällt die. Okay, also die geht hier runter. Was ist, wenn ich mich noch Mühe an diese minus 2 rannäher, also mit minus 1,9999? Dann wird der Wert noch mal kleiner. Minus 27,63. Aha, da fällt die noch weiter. Machen wir mal, gehen wir noch einen Millimeter. Also minus 1,99999 und dann minus 34,54. Aha, umso näher ich an die minus 2 rankomme, umso weiter fällt die Funktion runter. Und dann würde ich minus 2 einsetzen, dann würde Error im Taschenrechner nicht nah rauskommen. Wollte ich dir nur mal hier gezeigt haben. Und darum weiß ich, dass Limes x gegen minus 2 von meiner Funktion auch gegen minus unendlich läuft. Umso näher ich halt an die minus 2 rankomme. Ich treffe sie nicht, darf nie minus 2 aber einsetzen. Und so kann ich im Endeffekt mit Hilfe dieser wunderschönen Tabelle dann mein Grenzverhalten ermitteln. Aber denk dran, Logarithmusfunktion, vorher nochmal den Definitionsbereich anschauen. Hier ist die versprochene Übungsaufgabe. Probier es doch selbstständig, halt das Video an und bestimme mir das vollständige Grenzverhalten. Der Definitionsbereich bei dieser Funktion ist von minus 3 bis plus unendlich. Also schaue ich einmal x gegen plus unendlich und da läuft sie gegen plus unendlich, y-technisch. Und x gegen minus 3 läuft sie auch gegen plus unendlich. Mehr Übungsaufgaben findest du unten in der Videobeschreibung dazu. Und ansonsten, wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist dann ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!